Hi Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo. Da die Form des Turnieres im Moment noch nicht wirklich perfekt ist, möchte ich da nochmal ein bisschen Feintuning machen. Das mache ich wie immer vor der Kamera, denn ja, damit ihr auch wisst, welche Regeln da zugange sind. Und zwar möchte ich eine Art schaffen, wie man oder möchte ich irgendwie die Möglichkeit machen, dass man die Ergebnisse über die ganze Woche akkumuliert sieht. Also es ist eine richtige Rangliste, nicht nur eine tägliche Rangliste, die auch dann auch wirklich aussagekräftig ist. Und Kiera hat mich da auf eine Idee gebracht, die würde ich jetzt gerne einstellen. Wir machen das nämlich, ja, ist okay, ich glaube im Moment fährt glaube ich eh keiner. Wir machen das nämlich so, Namen bleibt, bla bla. Das Schöne ist ja wirklich, dass alles bleibt, dass es wirklich immer noch dasselbe Turnier ist, auch wenn wir es hier ändern. Und zwar machen wir folgendes, wir machen es auf wöchentlich, von Dienstag bis Dienstag? Montag, bis Montag, das macht mehr Sinn, glaube ich. Wieder von 18.30 Uhr bis, und diesmal nur von 19 Uhr, und wir beschränken das Ganze auf 16 Rennen, was im Prinzip bedeutet, dass, ja, man im Prinzip 4 Tage in der Woche 4 Rennen machen kann oder an einem Tag auch mal 8 Rennen oder so. 16 Rennen an einem Tag wird man zeitlich nicht schaffen. Also eine halbe Stunde sollte man ungefähr 8 Rennen maximal schaffen. Und dann haben wir einen schönen Vergleichswert über die ganze Woche. Ihr dürft natürlich trotzdem jeden Tag um 18.30 Uhr mitzocken. Die Wertung wird halt einfach nicht gewertet. Also wie ihr abgeschnitten habt, wird halt nur 16 Mal bewertet. Danach war es das, aber spielen kann man sowieso, auch wenn das Turnier nicht läuft. Das müsst ihr euch auch vor Augen halten. Ja, ich denke, das ist eine ganz schöne Möglichkeit, wie man ein bisschen kompetitiver an diesem Turnier rangehen kann und damit man auch eine schöne wöchentliche Rangliste hat. Und wie gesagt, ich werde versuchen, jeden Tag 18.30 Uhr aufzunehmen. Also wenn ihr da jeden Tag dabei seid, dann habt ihr große Chancen, sehr große Chancen, auch in den Episoden dabei zu sein. Oh ja, mal schauen, wie das funktioniert. Es sollte eigentlich gehen, soweit offen für alle, global und jedes Skill-Level ist erlaubt. Ja. Sonst passt das. Ich werde natürlich trotzdem noch ab und zu online, also globale Rangliste machen, aber ich schätze mal, das Wichtigste ist erstmal, dass die Community zum Laufen kommt. Ich bin mir echt nicht sicher, was ich da nehmen soll als Endtag, Montag oder Dienstag, aber ich glaube, Montag ist sinnvoller. Ja. Dann hat man nach dem Montag praktisch einen schönen Abschnitt. Oder man könnte auch hier Montag, dann wäre es Sonntag ein schöner Abschnitt. Das wäre doch auch gar nicht so schlecht. Egal, machen wir es so. Dann hat man auch Zeit ein bisschen, wenn man mal an einem Tag nicht da war, macht das nichts. Es sind 16 Rennen, die insgesamt gewertet werden. Wann man die macht, ist egal. Immer in diesem Zeitraum, damit ich auch ungefähr weiß, wann alle Leute da sind. Ja, und eine halbe Stunde am Tag. Boah, schätze ich mal, nicht zu viel verlangt. So zum Zocken. Das sollte passen. Falls euch die Idee gefällt, dann macht mit. Gebt dem Video hier ein Like. Und ja, ihr könnt ja schreiben, ob ihr heute Abend dabei seid. Ich würde mich freuen. Boah, Begrüßungsnachricht. Lassen wir Let's Race. Und damit wäre es geändert. Falls ihr noch Fragen und so habt, alles in die Kommentare. Ciao, Leute!